Unglaublich, aber wahr. Wir spielen Atlas Fallen weiter. Kleines Päuschen vom letzten Mal. Jonas, ich glaube, das Kind hat geschrien, oder? Ich muss das mal kurz nachschauen. Ja, und das war's auch schon wieder für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Sehen uns in 4 Monaten mit der Enhanced Edition von Atlas Fallen. Denn, surprise, surprise, es ist jetzt tatsächlich eine Enhanced Edition angekündigt worden. Oder irgendeine Art von Upgrade. Oh, schau mal, da haben wir schon gleich den nächsten großen ausgelöst. Ich weiß nicht, ob wir den. Sollen wir es mal versuchen? Geht's Ich will hier es gleich vielleicht mit ein bisschen versuchen. Action los? Also, Deck 13 hat mit dem Ding, beziehungsweise der Publisher, Focus, hat mit dem Ding auf keinen Fall bislang einen Gewinn eingefahren. Also, es läuft wohl unter aller Sau, was mich jetzt nicht sonderlich überrascht, gerade auch weil die internationale Rezeption ja sehr schlecht war. Aber der Kreuzen sagt, sie haben das Ding noch nicht aufgegeben und es soll weitergehen. In irgendeiner Form sollen da noch Sachen passieren. Ich bin mal gespannt, welche Form diese Sachen annehmen werden, die da noch passieren. Aber ja, nächstes Jahr neue Inhalte, Verbesserungen, Gameplay-Verbesserungen. Meine Hoffnung ist ein bisschen, dass sie an der Kamera noch ein bisschen arbeiten, weil der habe ich mitunter ganz schön zu kämpfen. Ja, kurios. Was da noch alles, also dass sie es nicht aufgeben. Zumal ich irgendwie nicht so ganz glaube, dass da noch viel gerettet werden kann, wenn sie nicht nochmal irgendwie eine sehr clevere Marketingkampagne in irgendeinem Sinn haben, weil selbst wenn jetzt Updates kommen, ist doch egal, kriegt doch keiner mit. Also, bin nur gespannt. Ja, total, weil man weiß ja, was es ist. Es will ja auch kein anderes Spiel plötzlich. Ja. Also ich fände es cool, weil ich mag das echt gern. Aber ich wüsste nicht, wie man jetzt Leute noch irgendwie davon überzeugen sollte, dass es was völlig anderes ist. Ja, also sie werden wohl das Intro neu machen, also den ganzen Anfang vom Spiel, was sicherlich keine schlechte Idee ist, weil das zieht sich schon ein bisschen am Anfang und wird auch ein bisschen wirr zum Teil. Und ich tippe mal drauf, dass es nochmal vielleicht, also ich könnte mir vorstellen, dass es eine neue englische Vertonung gibt, weil die ja sehr in der Kritik stand. Und die Deutsche ist ja auch super, also davon lebt das ja von der Geschichte auch echt. Ja. Wobei ich mich leider an nichts erinnere. Ich erinnere mich noch daran, dass es sehr schön erzählt wurde, siehst du? Aber was da erzählt wurde, das weiß ich halt nicht mehr. Nun, das ist dann die andere Geschichte. Das Spiel verliert, ich finde, zu schnell den Target-Lock. Also es passiert zu schnell mal, dass man irgendwie einen Schwung zur Seite macht und mehr oder weniger aus dem Bild rausschwingt und den Target-Lock verloren hat. Und er schaltet dann oft auch nicht einfach auf den nächsten an. Mal geht's und mal geht's nicht. Das Aber ist wo sind denn weird. Die Gegner? Da oben. Oder der beamt sich hier auch immer noch ganz schön durch die Gegend. Das ist aber nicht, ne? Nee. Ja, ich weiß nicht, ob er zwischendurch immer mal noch irgendwelche Helferlein hat. Wahrscheinlich. Ich gehe mal hier hoch, ich gucke mal, ob ich irgendwie da dran komme. Stimmt, man hat ja noch die Eishaut. Ich muss vergessen, dass ich das ja auch noch. Die Sandhaut. Eishaut, Quatsch. Vielleicht war das ganze System auch ein bisschen zu wirr mit ich steige in diesen Rängen auf und dann wird es aber auch gefährlicher, getroffen zu werden. Vielleicht ist das auch ein bisschen einfach es, zu es viel. Ist, weißt du? Es ist zumindest was du marketingtechnisch unfassbar schwer greifen kannst. Ja. Also ich kann schon verstehen, warum viele da gar nicht erst reinfinden, weil du musst auch immer wieder was investieren. Ich finde, spielerisch gibt mir das zwar sehr viel, aber du musst auch erstmal an diesen Punkt kommen. Und das Ja. ist eben nicht so wie bei Dark Souls, wo du dann diesen klaren Moment hast, ab jetzt. Ja. Ja, mal gucken. Das war eine ordentliche Herausforderung. Zerschmettere die Gegner. Na, komm.
Haben wir es? Ich glaube ja. Ja, gut. Und jetzt? Wir sollen die Wildlande nach den Splittern durchsuchen. Suche drei Zerstörungssplitter. Splitter. Wir haben doch diese Fähigkeit, ne? Genau. Und jetzt müssen wir das wieder alles aktivieren, damit wir noch krasser werden, um noch krassere Dinge machen zu können, so ungefähr. Ich glaube, so krass war das. Das mit den Blocken habe ich schon völlig verdrängt. Ich auch. War gerade tatsächlich auch eher Zufall. Ich meine, geplant war das natürlich. Oh, du bist da von den Stacheln gestorben, oder? Ja. Es ist auch oft ein bisschen schwer zu sagen, hat man jetzt was getroffen oder nicht? Also. Oh shit, jetzt nicht da. Da hat die Kommunikation schon mal besser in ihren Spielen funktioniert. Ja. Was hier die Informationsvermittlung angeht. Ich glaube, die Kamera soll auch nochmal überarbeitet werden. Ach, guck mal. Aber das haben wir doch ganz gut wieder gemacht. Ist ja so schade, dass wir trotzdem nie einen Search 3 wahrscheinlich kriegen werden. Weil ich das so gerne. Wenn ich was von Deck 13 haben will, dann Search 3. Ich wollte gerade sagen, weil das ist wie bei so vielen Spielen. Bei Teil 1 finde ich irgendwie so, das Gameplay fand ich, glaube ich, ein bisschen besser. Und bei Teil 2, ich mochte diese Stadt total gerne. Mhm. Minus so das letzte Drittel, da fand ich, saß alles irgendwie... Huch. Ach, scheiße. Und, wir stolpern ja irgendwie auch von einem, von einer Misere in die nächste. Ich fand aber zum Beispiel in Search 2 die Stadt, bis auf das letzte Gebiet, das fand ich ziemlich langweilig. Unglaublich cool. Letzte Gebiet ist doch da die Wand hoch, oder? Also. Ja, okay, das war noch ganz cool, aber ich meine jetzt vor allem dieses, dass du nach hinten raus in dieser Grau-in-Grau-Stadt bist, während du ja am Anfang wirklich irgendwie noch so neonfarbene Highlights hast. Das ist irgendwie ist alles das nicht, so, ist das nicht der Hafen, aussieht. Wo du drin bist? Das ist doch diese Grau-in-Grau-Stadt, ist doch der Hafen, oder? Das ist doch eher so die Mitte. Weil du kommst doch da noch in den Garten und so. Stimmt, der Garten ist ja auch erst danach. Ja, okay, ich vergesst, was ich gesagt habe. Ich mochte vor allem nur diese... Oh Gott, den Hafen. Den Hafen nicht. Der war echt ziemlich langweilig. Aber ich mochte die Stadt total gerne. Der Aufbau war auch einfach cool. Jetzt bin ich down. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Also dieses sehr, sehr schöne Metroidvania-System. Ja, und du hast halt auch immer so gesehen, ah, da geht's irgendwann auch nochmal hin, so. Ja. Ja, das wie gesagt, ich finde ja immer noch, dass der Flugzeugträger das absolut geilste war. Ja. Diese Verbindung aber aus viel Wohngebiet. Zu klein. Das stimmt. Da hätte ich gern so viele Stunden länger noch drauf gehabt. Hätte ich gern ein ganzes Spiel von gehabt. Ja. Das war so cool. Aber auch dann Suburban mit Technologie verbinden. Das ja, und dann kommen plötzlich diese Roboter da rein, machen alles kaputt. Das ist echt mega cool. Ja. Ja, finde ich auch immer noch, das ist echt, da hatten sie ihren Sweet Spot gefunden. Ich habe es letztens auch, weil ich hatte jetzt Search 1 auch nochmal durchgespielt und habe mich dann auch sofort wieder im New Game Plus verloren und habe dann auch Search 2 wieder angefangen. Es ist so, das hat so einen befriedigenden Kernloop, gerade wenn du dann auch ein bisschen mit dem Abwehren und so klarkommst, das war ja dann bei Search 2 noch eher mehr. Da hatten sie, da gab es ja ein richtiges aktives Abwehrsystem. Das ist super befriedigend, Wahnsinn. Ja, aber ich kriege auch nie davon genug den Leuten so, coole Waffe. Weil das war so die grundlegende Idee, die ja auch super geklappt hat. Ich will diese Waffe haben, also hacke ich ihm einfach die Waffe ab. Ja. Ja, das stimmt. Das war die, ich hätte jetzt tatsächlich auch nochmal Lord of the Fallen 1 ein bisschen gespielt. Und ja, klar, da siehst du natürlich die Schwächen schon sehr, die das noch hat.
als Erstlingsding, aber ich finde, es ist mir immer noch sympathisch. Also, das ist echt verrückt. Oh, da kann ich mich kaum noch dran erinnern. Ich weiß nur noch, dass ich das einmal gespielt habe und ich fand das so super linear und war davon so völlig irgendwie in der Hinsicht enttäuscht, weil ich zu dem Zeitpunkt halt so alles, was mit Dark Souls in die Richtung zu tun hatte, es war halt immer so ein bisschen offen, so ein bisschen verspielt. Und ich weiß noch, dass ich da immer dachte so, ja. Wobei es, glaube ich, noch durchaus ein paar spannende Geheimwege und so gibt. Also das ist gar nicht... Ja, das Ding ist, ich müsste es wahrscheinlich auch alleine deswegen nochmal spielen, damit du überhaupt dieses ganze Amulettsystem richtig ausspielen kannst. Warte mal, hier ist eine Notiz. Dabei lief alles so gut. Audio. Die Brücke ist weg. Eingestürzt. Vielleicht in einem Sturm. Ich kann die Reste dort unten in der Schlucht erkennen. Ich sehe allerdings keinen Weg hinüber. Verdammt. Die Zeit läuft ab und ich stehe vor einem Holzstapel und frage mich, was zum Teufel ich jetzt tun soll. Ich werde weitermachen müssen. Es riskieren. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ach stimmt, das ist ja, das haben wir auch neu. Ha! Hat geklappt. Ah, nochmal Schicksal des Wanderers. Ich habe es auf die Überreste der Brücke geschafft, aber das verdammte Ding konnte mein Gewicht nicht aushalten. Das ganze Ding kippte, woraufhin ich ausgerutscht bin. Diese Schuhe waren für den Weg zum Markt gedacht, nicht um über Ruinen zu klettern. Ich habe mir den Kopf gestoßen, war weggetreten. Jetzt, naja, es tut nicht weh, aber alles ist unscharf, so verschwommen. Ich werde besser ein Nickerchen machen. Ja, genau. Nach einer Pause sieht alles besser aus, oder? Barry, ich... Nein. Nein. Ich werde sie bald treffen. Mit diesem verdammten Kraut. An einem klaren Tag konnte man hier meilenweit sehen. Ja. Ich erinnere mich an so eine Aussicht. Aber in den Farben Grün und Blau. Telos wird für das bezahlen, was dieser Welt angetan wurde. Ja, was mir da halt auch wieder aufgefallen war, habe ich wahrscheinlich auch schon mal erzählt, dass du, wenn du anfängst, beim originalen Lords of the Fallen und das System auch nicht so doll kennst, deine Startfigur ist anfangs unglaublich langsam in ihrer ganzen Bewegungsgeschichte. Also gerade wenn du so eine Standardklasse nimmst, das ist so träge, weil du dann auch relativ schnell überladen bist und so, dass du dann mal mitkriegst, dass das gar nicht sein muss, so, also dass ich das auch nochmal viel schneller spielen kann, bist du unter Umständen wieder aus dem Spiel raus. Also das ist echt weird. Das stimmt, wobei mich das, glaube ich, nie so gestört hat, weil ich auch im ersten Dark Souls immer das größte Schwert haben wollte und da bist du automatisch langsamer. Das Wachturms ist nah. Bleibe wachsam. Ich habe immer relativ auf relativ leichte Figuren gebaut. Ja, mittlerweile ist das auch anders. Ich glaube, für mich so der Wendepunkt war so Bloodborne, wo du ja gar nicht, also wo du schnell sein musst eigentlich. Ja. Hallo, wieso? Krieg den Schlag nicht hin. Ich komme da aber auch nicht drauf. Das kann doch nicht sein. Kommst du dran mittlerweile? Nee. Jetzt ist vorne eins. Achso, jetzt hat's geklappt. Weird.
Ich finde es auch geil, wie wir noch gar nicht mehr wissen, was wir zu tun haben und einfach erstmal alles kaputt machen. Ja, es irgendwas ist da immer zu machen. Pass mal auf, hier ist doch so ein Turm. Wenn wir den jetzt kaputt machen, dann sehen wir doch zumindest mehr von der Welt. Dann verschwindet doch ein bisschen was von dem. Des Wachturms. Wenn wir ihn erledigen, wird sich der Nebel lösen. Alter Falter, was war das denn? Jetzt finde ich übertreibt er. Der hat da direkt erstmal eine Backpfeife zurückbekommen. Weil das ist ja ziemlich frech. Schon wieder den Momentumleiste so hoch hatte. Ich könnte ja auch mal zwischendurch meinen. Ah, nee, war gar nicht so hoch. Es ist auch irgendwie so ein bisschen so, an was du dich alles erinnern sollst im Kampf. Also ab welcher Stufe funktioniert eigentlich welcher Bonus und so. Weiß nicht, wie ich das alles brauche. Ich habe es gerade auch ehrlich gesagt mehr so Muscle Memory, dass ich noch ungefähr weiß, auf welche Knöpfe ich drücke. Da kommt so langsam wieder, aber hast ja selbst gesehen, am Anfang dieses Blocken, das hatte ich völlig vergessen. Ich muss mal gleich nochmal nachgucken, ob ich irgendwelche Feedback-Sachen ausgeschaltet habe, weil ich jetzt echt gerade überlege, wo sehe ich denn mal, ob ich treffe. Ja, eigentlich nur Leben so ein bisschen. Die leuchten so ein bisschen auf, glaube ich, die Bereiche, die man trifft. Ich bin sicher, was meine dritte Kraft auslöst. Ach doch, ich glaube, das macht den. Sehr gut. Das macht so einen Wirbelsturm. Boah, sind wir gut, ey. Ich habe jetzt am Ende mal meine Aufladung auch mal genutzt. Also. Guck mal, jetzt sieht man auch gleich viel besser. Und genau das wollten wir eigentlich. Stimmt, wir brauchen ja diesen einen Punkt, den müssen wir ja eh zerschlagen. Alles richtig gemacht. So, jetzt ist 123 Meter zu dem Werbedien haben wir doch erfüllt. Wieso wird denn der mir immer noch angezeigt? Ich habe den reißenden Händler entdeckt. Du hast doch ein paar Tribute, oder? Also, keine Ahnung. Wie wird mir der... Oder, ach nee, der ist ausgegraut. Ah, stimmt, wenn sie ausgegraut sind, sind sie erledigt. Da könnten sie sich aber eigentlich auch sparen, die anzuzeigen. Ja, schon. Eine Etage tiefer gab es, glaube ich, noch den, hat sie sich noch irgendwas geöffnet. Der Gorn also, irgendwo hat sich was geöffnet. Zuvor. Aber wir brauchen mehr Splitter. Vielleicht in der versunkenen Stadt. Wir sollten uns um alle unerledigten Dinge kümmern, bevor wir die Sonnenuhr erreichen. Der obligatorische, hast du auch alle Sachen erfüllt? Hinweis. Wo waren das? Wo ist denn das aufgegangen? Oder hast du das auch gesehen gehabt? Also, ich habe das auch gesehen, Sequenz, ja. Aber ich
Ich habe keine Ahnung. Ich habe erstmal eine andere Rüstung bekommen. Anders. Ich habe eine Rüstung aufgewertet. Aber die ist ja gar nicht besser als meine Rüstung. Hä? Doch, ist sie wohl. Du kriegst ja noch die Erfahrungspunkte mit den... Ja, genau. Ich habe noch einen Perk machen können. Jetzt ist hier der Händler. Jetzt sind hier die Viecher, die rumlaufen. Ach, guck mal. Hier ist jetzt einer von diesen Punkten, die ich öffnen kann. So. Wo ist da hin? Da hinten komme ich hin. Ach, guck mal. Und ich, das sieht doch auch aus wie diese Vision. Ach, das ist ein Rennen, oder? Aber wieso kann ich denn sowas jetzt freischalten? Wo geht er hin? Wo geht er hin? Da. Wie sollen wir denn da hochkommen? Hier ist so ein Weg. Also ich komme da nicht hin. Ach, da ist der... Ah, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja, aber ich bin nicht sicher, was ich jetzt hier... Ah, warte mal, hier geht's weiter. Also ich bin auf jeden Fall zu langsam, ich komme da nicht hoch. Ach, scheiße, das ist Aussichtspunkt. Also ich finde hier ganz viel, aber ich komme da überhaupt nicht hoch. Ja, ich glaube, ich kann es noch schaffen. Das sieht gut aus. Also sage ich sehe überhaupt nichts. Ja, es hat aber geklappt. Warte mal, ich komme hier den Berg hoch. Ach, es ist noch gar nicht... Ich dachte, das wäre der letzte. Nee, ist noch nicht der letzte. Ist noch nicht vorbei. Ja, da hoch komme ich auf jeden Fall nicht mehr. Ich sehe das alles über mir, aber ich komme da überhaupt nicht hin. Also man muss... Warte mal, da muss man aber hier noch den ganzen Weg drumherum. Ich glaube, jetzt habe ich es... Ist auch schon verschwunden, oder? Nee, ist noch nicht verschwunden. Aber es wird rot. Haben keine Energie mehr. Reaktiviere den Mechanismus. Shit. Das kriegen wir doch aber hin. Das wäre doch gelacht. Ja. Aber das ist auch, also wie das hier schon wieder mit den Höhen spielt, das ist so cool. Warte mal. Jetzt ist die Frage, ob ich hier oben bleibe. Ja, kannst du eigentlich machen. Aber dann mache ich hier den Anfang nochmal. Ich bin ja schon wieder da. Und dann sparen uns nämlich die ganze Hektik da oben. Ja, ich habe auf jeden Fall die Treppe mit der anderen Kette schon mal entdeckt. Und jetzt habe ich das mit dem Weg auch verstanden. Ich bin einfach unten lang gelaufen. Mich gewundert, dass ich nicht mehr hochgekommen bin. Das hier kann ich übernehmen. Ich war aber auch ein bisschen irritiert, dass das da war an der Stelle. Also weil ich nicht gedacht hätte, dass das miteinander zu tun hat. Oh shit. Aber wenn man auf diesen Aussichtspunkt kommt, dann kann man es tatsächlich ja noch retten sogar.
Auf welchen Aussichtspunkt? Da die... Wo du auch den Aussichtspunkt freigeschaltet hast. Das ist in der Mitte da? Ja, ja, genau. Wenn du da runterfällst, kannst du ja noch relativ gut hochkommen. Nicht schlecht. Und wo zeigt er hin? Noch ein bisschen weiter nach oben. Amboss in der Nähe sein. Der Gauntlet fühlt ihn. Achso, hier ist ein Amboss. Aber den brauchen wir jetzt nicht. Irgendwohin hier führt der Strahl. Sag mal, ich glaube, ich erinnere mich gerade wieder daran. Kann es sein, dass wir diese Splitter suchen müssen, damit wir überhaupt diese Ketten kaputt machen können? War das irgendwie sowas? Das kann auch sein. Ich meine, mich dunkel erinnern zu können. Ich habe gelernt, wie diese Essenzsteine hergestellt werden. Die Phantome kommen aus dem Sand. Das ist offensichtlich. Aber sie müssen die Macht von Telos kanalisieren. Die Phantome kommen aus dem Sand. Das ist offensichtlich. Hä? Wohin führt denn dieser komische Strahl? Kanalisieren. Wenn ein falls Phantom es dich tröstet, ich habe gerade etwas gefunden, was einfach nur einmal im Kreis führt. Es war wirklich sehr, sehr klein. Ich glaube, es war einfach nur, um eine Statue kaputt zu machen. Spoiler, die wir aber schon kaputt gemacht haben. Hey, völlig verschwendet. Ich glaube, du hast es. Es ja. Scheint auch etwas mit der Größe eines Phantoms zu tun zu haben. Ich frage mich, ob die Essenzsteine, die ein riesiges Phantom hinterlässt, sich von anderen unterscheiden. So, warte mal, jetzt gucke ich jetzt allererstes mal. Ich mache mal das Viertel ein bisschen höher. So, also. Wo sind wir überhaupt? Karte. So, da ist noch ein vergessener Pfad. Da ist ein Aussichtspunkt. Achso, die vergessenen Pfade sind ja diese Rausziehdinger. Ja, die sind auch tatsächlich nicht immer da, um wirklich was zu machen, sondern manchmal nur, um Sachen zu erreichen. Also gerade eben führt da wirklich einer im Kreis einfach nur. Ich aktiviere mal hier die Nebenquest Ein neues Zuhause, weil das hier hinten um die Ecke ist. Mhm. So, die Frage, müssen wir da den Berg noch höher? Ich glaube schon. Das sieht aber irgendwie wie eine unsichtbare Barriere aus, ne? Ja. Da oben drauf. Das ist, vielleicht ist es tatsächlich auch das Ende der Welt. Drachen in der Luft. Der reisende Händler muss in der Nähe sein. Weil das ein bisschen doof wäre, wenn das Spiel einem ansonsten immer sagt, hier, höher hinaus, höher hinaus, höher hinaus. Ja, aber das sieht auch so von der Aufmachung sehr danach aus, als ob er dann... Ja, ja, stimmt. Das ist Grafikasset. Ah, aber ich weiß auch warum. Weil ich glaube, dieses Ganze obendrauf geht rein theoretisch von der Karte aus weg. Wahrscheinlich könntest du deswegen nicht drauf. Also könntest, wenn du da drauf wärst, halt von der Map runterlaufen. Ja. Wahrscheinlich haben sie deswegen gesagt, ja komm. Hier ist dann Schluss. Ja. Das ist auch irgendwie weiter drunten, finde die Flüchtlinge. Also das ist hier unter dieser ganzen Überführung. Da haben wir auch schon ein paar Sachen gemacht. So, hier, finde die Flüchtlinge. Ach, da geht's hier irgendwie in die... Ach, guck mal, hier ist Rast. Ach was. Jo, die kennen wir doch. Ich spreche mal mit ihm. Trägerin des Gauntlet. Wie hast du uns gefunden? Man hat mir gesagt, dass sich Menschen in diesen Höhlen verstecken. Ich bin froh, dass ich euch gefunden habe. Du musst uns helfen. Wir können nicht weg, weil ein riesiges fliegendes Phantom in der Gegend herumstreift. Oh nein, da ist es wieder. Wo denn? Ich wollte gerade sagen... Bitte, beseitige das Phantom für uns. Okay. Ja, aber wo? Da hier, der Schweifdrescher.
stimmt, die Flugeinheiten, wenn du die erwischst, dann explodieren die ja, beziehungsweise kommen nochmal auf dich zu. Für so einen Explosionsangriff. Das ist immer dieses Blaue. Die dashen dann nochmal mit so einer so einem Area of Effect Angriff auf dich zu. Das. Oh shit. Bist du tot? Ja, er hat mich voll erwischt. Danke. So, dann da ist er. Ach, mach ich. Wieder seine Begleiter heraufgerufen. Ist er zu hoch? Ich komme nicht mehr dran. Ja, das ist auch weird, ne? Dass das manchmal passiert. Also eigentlich müsste die KI dann doch so ein bisschen. Er müsste merken, dass du mal runtergehen musst, ne? Genau, weil das ist ja ein Spiel, ne? Ich fand. Ist ja nicht echt hier. Ist ja nur ein Videospiel. Ja, und ich. So, als ob. Hä? Wo ist denn der jetzt hin? Ich lieg direkt unter ihm. Aber ist er noch da? Ja, ist direkt über uns. Ach so. Ich fand immer das früher zu erfahren, dass das ja eigentlich gar nicht so gut ist, wenn Gegner zu schlau sind. Sehr spannend eigentlich. Das gilt ja hierfür eigentlich auch. Eigentlich müsste der uns ja so ein bisschen entgegenkommen. Zumal er will uns doch auch angreifen. Er will ja mit uns spielen. Ich glaube, das war's. Wunderbar. Gut, wenn man das jetzt mehr am Stück gespielt hätte, dann würde man das, glaube ich, auch besser können. Also so grundsätzlich so Vierteljahr Pause zwischen den Spielsessionen ist halt immer... Ist nicht so gut. Ich freue mich schon drauf, wenn wir irgendwann das Aliens weiterspielen. wen haben wir da dabei? Wie sind die konfiguriert? Keine Ahnung. Wobei ich mich da wirklich noch besser dran erinnern kann. Danke, ja, stimmt. Ja, aber weil es auch ein bisschen daran liegt, dass es geradliniger ist. Wir haben es geschafft, uns hier in Sicherheit zu bringen. Aber Sporn, mein Bruder, ist tapfer gestorben. Er hat uns gerettet. Der Idiot wusste, dass er nicht gewinnen konnte. Und trotzdem, sein Tod war nicht umsonst. Wir werden auch nie vergessen, was du für uns getan hast. Du hast uns gerettet. Schon wieder. Es war mir ein Vergnügen. Ich habe nur meine Pflicht getan. Mit großer Macht kommt große Schadenfreude. Ja? Ich habe das Gefühl, dass du das. Was denn? Was kommt denn jetzt damit? Also. Hast du die Antwort von Nial nicht gehört? Die Welt wird sich verändern. Das ist ja doof. Auf die eine oder er meinte so, mit großer Macht kommt große Schadenfreude. Wir haben versucht, in das Bergbaudorf im Süden zu kommen. Aber die Wachtürme haben uns den Weg versperrt. Ich habe mich um die Wachtürme auf dem Weg zum Bergbaudorf gekümmert. Ich bin sicher, dass ihr dort Unterschlupf findet. Unglaublich. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Du kannst wirklich alles schaffen, nicht wahr? Ich werde diese Welt zu einem besseren Ort machen. Sei es für dich oder für alle anderen Namenlosen. Wenn jemand anderes das sagen würde, würde ich ihn für verblendet halten. Aber wir glauben, dass du das schaffst. Nice. Aber das cool, dass das Spiel darauf reagiert, ne? Aber das fände ich auch cool. So, mit großer Macht kommt... Und dann irgendwann einer so. Ja, was denn? Wir können dir nicht genug danken. Ja, das ist ein bisschen weird, dass du das jetzt nicht hören konntest. Ja, vor allem, ich höre sonst auch immer alles, ne? Ja. Das war merkwürdig. Na gut, ich würde sagen, wir gucken in der nächsten Folge mal weiter, was wir hier noch an schönen Nebenquests machen können. Wir machen die Welt quasi ein Stückchen sauberer. Also bis denn. Tschüss. Tschüss.